Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch mal ein ganz bekanntes Gebäude, das kennt ihr sicherlich. Und das machen wir mit einer Mischtechnik auf einem braunen Papier. Und es geht los. Wir werden als erstes ganz grob unsere Vorskizze machen, perspektivisch, sodass wir eigentlich die entscheidenden zwei Fluchtpunkte uns festlegen, die Horizontlinie. Die Höhe sozusagen die Augenhöhe des Betrachters und wir beginnen mit der Kuppel. Da sieht man, dass der Horizont natürlich ganz, ganz unten ist, weil die Kuppel ja riesig ist, so dass man dementsprechend die ganzen Bögen und die Linien jeweils nach oben gebogen skizzieren muss und nur das unterste sozusagen nach unten gebogen ist, weil da man drauf schauen würde. Ist die sozusagen die Kuppel und die Details gezeichnet, gehen wir dann nochmal so ein bisschen in die Struktur des Ganzen. Das wird dann nochmal so ein bisschen angedeutet, dass es nicht außen ganz rund ist, sondern ein bisschen versetzt. Und schon kann man sehen, dass das eigentlich ein sehr realistischen Eindruck eigentlich verschafft, wenn man nur einfach ein bisschen mit dem Bleistift die Sachen andeutet. Dann geht es natürlich jetzt um das Umfeld herum, was man jetzt oben noch auf dem Dach sieht. Und da kommt die Perspektive jetzt zur Geltung, das heißt, der eine Fluchtpunkt ist natürlich ganz weit links und der eine irgendwo rechts hinter der Kuppel. So, und dann kommt die ganze Abgrenzung. Also ihr seht einfach, der Strich, der muss locker und dynamisch sein. Macht bitte nicht so einzelne kleine Striche, weil das Ganze dann sehr zerpflückt aussieht. Lieber in kurzen oder besser gesagt langen dynamischen Strichen. Dann wird die Zeichnung auch deutlich besser aussehen. Hier geht es auch dann wieder in die vorderen Bereiche. Was vorne ist, ist natürlich größer. Das macht es auch spannender. Also die Zeichnung bekommt dann deutlich mehr Tiefe. Auch was im Hintergrund vielleicht nochmal steht. Und man sieht, dass das im Hintergrund natürlich auch noch ein bisschen leichter vorskizziert wird. So ein bisschen die Hintergründe. Und ganz schnell spannend kann auch eine Zeichnung erzeugt werden. Sehr viel Dynamik da drin, durch die auslaufenden Linien, durch die zügigen Linien, das ist ganz wichtig. Sonst wirkt es sehr schnell dann eben langweilig und vor allem achtet darauf, dass ihr immer leicht vorzeichnet, ganz leicht und mit einer kräftigen Linie dann die Kontraste hervorhebt. Also wir sind jetzt mal noch hier bei der leichten Vorzeichnung. Das ist dann alles noch so ein bisschen leicht im gleichen Look, die gleiche Tiefe. Also es fehlt nur so ein bisschen die Kontraste und die werden dann gleich nochmal gemacht, um das Ganze nochmal aufzuwerten. Und natürlich mit dem weißen Buntstift kann man schnell das Schimmern im Glas noch ein bisschen andeuten. An allen Bereichen, wo es dann natürlich logischerweise Sinn macht, was am besten funktioniert. Für euch natürlich ganz hilfreich, wenn ihr sowas auch lernen möchtet und euch das interessiert, könnt ihr selbstverständlich unsere Kurse besuchen, entweder als Fortbildung, weil ihr im Job seid und zeichnen
zu eurem Beruf gehört oder ihr möchtet euch bewerben erfolgreich für ein Architektur, Innenarchitektur und anderes Designstudium, dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt und wir können euch dann gerne zu den Möglichkeiten beraten und ihr könnt dann ziemlich sicher sein, dass ihr am Ende bestehen werdet. Also bis jetzt haben wir eigentlich nahezu 100%ige Erfolgsquote bei unseren Bewerbern. Das ist aber ein kleiner Weg bis dahin, bis man das einfach auch so kann. Aber nach wenigen Kurseinheiten seid ihr eigentlich in der Lage, dieses Lockere auch wirklich so umzusetzen. Und mit einigen Tipps wie jetzt hier das so aufzufrischen. So, und jetzt zum Schluss kommen noch die Kontraste, die ganz, ganz wichtig sind, um nochmal diese Tiefe ins Bild zu bekommen. Und man sieht schon sofort, was das ausmacht. Es hat einfach mehr Biss, wenn man das so sagen kann. Und dann natürlich auch noch die dunklen Sachen werden auch noch ein bisschen anschraffiert. Nicht nur das Helle und dann natürlich vielleicht, um so die Größenverhältnisse zu machen, anzudeuten, ein paar menschliche Silhouetten stehen, sitzend. Und fertig ist es dann. Ja, also vielleicht kurz zusammengefasst, zeichnet leicht vor, dynamisch das Ganze, macht, wenn es geht, radiert nicht, kein Lineal. Ihr habt gesehen, wir benutzen nie ein Radiergummi und schon gar kein Lineal. Und legt einfach los, zeichnet, versucht wirklich schnelle Striche zu machen, variiert die Striche zwischen einem leichten und einem kräftigen, sodass diese Tiefe entsteht. Beobachtet gut, wo ist Licht und Schatten und dann sollte das eigentlich annähernd so funktionieren. Ja, hier nochmal das Ergebnis und nochmal der Hinweis dazu auf mappenvorbereitungskurs.de. Bekommt ihr weitere Infos zu den Studienbewerbungsmöglichkeiten oder schaut unter akademiehohe.de. Da sind alle Hinweise zu den Fortbildung und anderen Kursen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, für die positiven Bewertungen und bis dahin. Alles Gute, euer Akademie-Ruhe-Team.